Hallo. Ich hoffe, das sieht man nicht. Sehr schön. Wir fahren jetzt nach Japan. Und du nicht. Das ist so unfassbar gemein. Ja, aber es ist halt auch einfach nur die Wahl. Das ist doch mein Video. Ja. Okay, Zwischenstopp Abu Dhabi, mega Stress, aber wir haben es nicht am schlimmsten erwischt. Hier Abu Dhabi, voll schön. Wahnsinn, unfassbar. So, jetzt hetzen wir zum nächsten Gate. Hier geht's zu viel, keine Ahnung. Am Stachel. Noch nie erlebt, noch nie praktisch, aber saugut. Okay. Guten Morgen, hallo, das ist Tokio. Guten Tag. Fahren jetzt eine Nacht hier und fahren jetzt weiter nach Sapporo gleich. Wird ein sehr schöner Abend. War lecker essen mit sehr netten Leuten. Jetzt ist es gleich 8, also 1 Uhr nachts in Deutschland. Ich bin ein bisschen müde, aber nicht jetlag. Oh, hallo! Hallo, Maus. Ein bisschen noch. Da heißt die Kürbisse. Geil. So, endlich in Sapporo fertig angekommen. Erstes Airbnb-Haus. Super nette Leute. Ultra langer Trip. Obwohl der Zug so abnormal schnell ist. Sapporo, jetzt mal die erste richtige Stopp. Schauen wir uns morgen mal ganz genau an. Wunderbar. Alles klar. Da gehen wir jetzt rein, in den Riesenturm. Der ist sehr hoch. Und da ist das Pokémon Center. Das ist das Wichtigste. Yeah.
erzählen, wo wir gerade sind. Wir befinden uns hier momentan in Sapporo auf dem Hauptplatz unter dem Turm in jeder Stadt. Und hier findet ein Oktoberfest statt und das ist sehr süß. Es ist gerade eben halt eine japanische Boyband in Lederhosen amerikanische Musik gemacht. Sie haben auf jeden Fall ein Prosit gesungen. Dazu haben sie dann ein Prosit gesungen. Es war auch sehr schön und sehr, wie sagt man, authentisch. Jetzt trinken wir in Sapporo Münchner Bier. Für umgerechnet 1000 Atschern-Yen sind 15 Euro oder so. Geben wir uns jetzt gerade diesen Spaß mit den schwarzen Premium-Bock. Das beste aller Biere. Er hat mich ja gefragt, ob ich schwarzes, also dunkles Bier will. Und da habe ich gemeint so, oh nee, bitte nicht. Und habe mir stattdessen Bock ansehen lassen. Also wenn ich das mal vorlesen darf, dann steht da, was steht da eigentlich? Ah, Oktoberfesto Bi. Marius und Naoko getroffen. Das war sehr schön. Und die haben uns ein bisschen rumgeführt in Shibuya. Und in Shibuya waren wir auch, genau. Bei der abgefahrensten Kreuzung aller Zeiten. Der Boden wackelt. Der Boden wackelt. Das packt mich ja leicht ab. Nee, ich hab's kein Erdbeben, ich hab's nur die U-Bahn. Alles klar. nicht beunruhigend. Genau, wir waren in Shibuya bei der Kreuzung, wir waren haben uns Shibuya angeguckt, wir waren beim Hachiko Monument. Da war eine Katze, was ein bisschen abstrus ist, aber auch sehr süß. Ja, aber es war sehr süß. Dann waren wir noch bei... Ah genau, da waren wir, wie heißt das? Okonomiyaki. Okonomiyaki essen. Mit ganz vielen Freunden. Und all you can drink. Genau. Das war sehr lecker. Und dann waren wir noch in einer komischen Bar mit komischen Amerikanern. Aber es war trotzdem nett. Ja, trotzdem lustig, aber... Ein bisschen weird, genau. Morgen fahren wir nach Kyoto. Das wird sehr schön. Vielleicht treffen wir morgen nach Julia, was sehr cool wäre. Ah, das wäre sehr gut. Das wäre sehr gut. Genau. Aber uns geht's gut. Hinter uns sind sehr hohe Häuser. Irgendwo da ist Oioioi. Da, da. Achso, Oioioi. Alles das kann man nicht lesen. Aber da ist auch cool. Vielleicht hört man das im Hintergrund. Da ist ein sehr cooler E-Gitarrenspieler. Der eine Geige hat, aber... Warum habe ich Gitarre gesungen? Das ist eigentlich das Gleiche. Ja. Das ist ja ganz gleich. Genau. Ich bin sehr müde. Müde! Oyasuminasai! Arigato! Hallo, hallo! Willkommen im Shinkansen. Ich bin hier gerade in der Raucherlounge. Was sehr lustig ist, dass man hier das ein eigenes kleines Abteil hier gibt, wo man rauchen darf. Wir fahren jetzt nach Kyoto. Dieser Zug ist unfassbar schnell, by the way. Der ist so unfassbar schnell, das ist so abartig.
Ja, ich freue mich. Wir kommen um 18 Uhr an, gehen dann ins Hotel oder Hostel oder wie auch immer. Und dann gucken wir uns Kyoto an. Wie geil ist das denn? Doch. Essen draußen. Das wäre doch mal eine gute Idee. Ja, das finde ich, sollten wir nicht außer Acht lassen. Das sieht irgendwie gruselig aus. Hallo.
Hallo, guten Tag. Wir fahren jetzt nach Miyajima Island. Ich habe Alzheimer bekommen zwischendrin. Annie hat Alzheimer, ich habe Krupphusten oder so. Aber eigentlich geht es uns ganz gut. Wir fahren jetzt auf die Insel, wo es Reh gibt. Und das ist eine Insel. Ja, Miyajima Insel. Weil das ist so okay. Nee, es heißt Stadt. Man weiß es nicht. Zurückgekommen von unserem Trip auf den Berg und wir sind etwas irritiert, weil plötzlich ist das Meer weg. Aber das ist hier so ein Ding. Wir wussten, dass das passiert, aber irgendwie haben wir uns das nicht so lustig vorgestellt. Ja, vor allem eigentlich auf 19 Uhr angesetzt. Alles, was da grün ist, war voll Wasser. Bis dahin, man sieht es an den Steinen. Ja. Mega crazy. Und Bomben es ist sehr schön. Mit Pfeffer. Ah. Nein. Die waren nur für die Kamera. Jetzt die sogenannte Silver Week ist dann in Japan. Das ist so drei Feiertage ungefähr, alle Wochenende dran, wo alle frei haben. Deswegen abartig viel los ist, alle Züge mega überfüllt sind. Wir haben ultra Glück gehabt, dass jetzt unser Schnellzug quasi, dass dann noch nicht reservierte Plätze übrig waren genug. Aber es ist auf jeden Fall mega viel los, es geht mega ab. Ich freue mich mega auf Beppo, Kyoto war richtig cool. Und Beppo werden wir jetzt zwei Tage sein. Bisschen Onsen, bisschen die Stadt angucken. Keine Ahnung, es ist mehr so ein Urlaubsort, wo die ganzen Japaner zum Urlaub machen hinfahren. Ich bin auch gespannt. Ich hoffe, die Reise geht es noch so gut voran, wie es gerade eben tut. Also toi toi toi.
Hier, warte, ich mach die Ninja Road. Oh, ich hab immer noch Husten. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wir waren in Beppu. Wir sind in Beppu. Mega lustige Stadt. Mega lustig. Du kommst raus. Das ist ein bisschen wie Berlin, aber mit Hafenabfahrt. Jeder Laden ist nur darauf abgestimmt, dass ein Tourist, also entweder Essen. Aber nur japanische Touristen. Genau, also japanische Touristen. Also es gibt Essen, japanisches Essen. Noch mehr Essen. Essen, Essen, Essen und. Noch ein bisschen Essen. Und Bordelle. Wie Sake trinken. Sehr entspannt, aber auch sehr anstrengend. Sonst ist Beppu voll mit Neonlichtern und Pachinko-Hallen und irgendwas, was halt Japaner im Urlaub gerne machen. Ja, wir haben es vorhin schon geschafft, ich habe den Kühlschrank auf 6 eingesteckt, also ist das Licht fast ausgegangen. Es ist ein bisschen, es ist saulustig, weil Beppu ist echt schäbig. Es ist ja. So, es ist echt runtergekommen. Es gibt auch echt schnieke Hotels hier. Aber voll, also so Hilton-mäßig, ja. Aber hier ist es sehr lustig. Hier bin ich, wir haben schon eine... Eine Kakerlake haben wir schon getroffen. Wir haben eine Mücke erschlagen, die war sehr groß und sehr laut. Aber ich meine, wir haben alles, was man braucht. Wir haben voll, Tatami, uns geht's echt gut. Ein Tatami-Zimmer, ein Bad und ein Klo getrennt und für uns alleine, nicht so wie die letzten 6 Tage. Oh nein. Weil es hier so heiß ist, weil das Wasser ist so heiß, dass man nicht drin baden kann. Das ist aber eigentlich ist es die Touristenhölle. Ja, guck mal. Das Wasser so gern anfangen. Es riecht unfassbar schwer im Wasserstoff. Weil die Leute ziehen sich das Endgern rein. Was man hier machen kann, man kann alles für Geld kaufen. Alles. Oder Geld für Geld. Wow. Wow. Also es gibt wow. Eins, das ist noch dunkelblauer. Dann gibt es ein rotes und dann gibt es noch. Wunderbar. Ich glaube, wir belassen es bei dem. Ich glaube auch. Auch Palmen. Na fuck, einfach nur. Und Fanta aus einer Aluflasche. Yeah, Beppu!
Guten Abend. Hallo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen im Manga-Haus. Und vor allem in Tokio. Wir sind endlich in Tokio angekommen. Wir waren hier schon 15 Mal, gefühlt. Aber jetzt sind wir endlich da. Hallo. Hallo. Morgens. Und morgen machen wir was immer uns das nächste Tokio-Zeit, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall mega Bock. Wir kommen jetzt gerade aus dem National Museum, Tokyo National Museum. Es war sehr schön, wir haben gesehen Schwerter, ultra gruselige No-Masken. Also sehr schön und sehr lehrreich. Wir waren nicht so krass lange da. Wir haben eine Postkarte gemacht. Wir haben eine Postkarte gemacht. Und die müsst ihr eigentlich unseren Mamas schicken, weil die sind die Einzigen. Das sind die Einzigen, die sowas Schönes finden. Aber es ist schön, es ist der Rasen im Kaisergarten. Es ist der kaiserliche Rasen. Das ist ja wie vom Kaiser direkt. Ja, der schneidet hier über das Rasen. Ist ja klein. Es ist ein bisschen langweilig hier. Aber ist nicht so schlimm. Wir bemühen uns. Alle die echt sehr schöne Bäume und so. Und, schöne Mauern. Video anhalten. Videoaufnahme stoppen. Guten Tag. Freitag. Bad Hair Day. Wir sind beim Edo Tokyo Museum. Warum heißt das Edo Tokyo Museum? Weil Tokio früher Edo war. In der Edo-Zeit. Geschichtenfakt mit Adai! Yeah. Und in diesem Museum sind quasi alte Edo-Häuser ausgestellt. In Lebensgröße. Mega gut. Und das ist ziemlich cool. Und ja, ja, so ein bisschen Kultur muss ja auch sein. Bisschen Kultur. Das ist ja auch ein bisschen. Ernsthaftigkeit an den Tag legen. So sieht's aus. Wir sind übrigens nicht im Museum, das hier ist einfach nur der Raucherplatz. Hier, ist wunderschön. Ja, ausnahmsweise echt schön. Das hier ist das Museum. Wunderbar. Ja, ich freue mich. Wird schön. Es sind ein paar Schulklassen da, aber ich glaube, so schlimm wird's nicht. Dann gehen wir rein. Thank you.
wunderschöner Ort. Sehr interessant. Dieses ist das, Moment, Nakamura-Park, Kabuki-Theater. Unfassbar. In lebensgroß nachgebaut. Es ist so krank hier man drin. Man kann auch hineingehen, aber vielleicht machen wir das jetzt. Es ist so groß. Es ist so ein bisschen wie Deutsches Museum, bloß vielleicht sogar noch anstrengender. Das ist ja weil alles auf Japanisch ist. Genau. Aber es war sehr schön. Kleine japanische Kinder, die gar nicht so klein sind. Exakt. Ich habe jetzt Hunger. Ich habe keinen Hunger. Egal, essen. Nom, 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 nom. Godzilla-Modus. Erstmal schwarzer Kaffee. Erstmal schwarzer Kaffee. Wir sehen uns in Akihabara. Noch an der U-Bahn-Station. Ich habe den Zug fast eingeschlafen, der U-Bahn. Deswegen jetzt erstmal Kaffee, Kaffee, Kaffee. Und drin. Hier so eine Cola irgendwo. Vanilla-Eiscreme-Shake. Wir gehen jetzt in den quasi größten Mediamarkt der Welt, was ein ganzes Viertel ist. Man erzählt sich viel. Ich bin mal gespannt. Bereit? Gestern haben wir Arschspielzeug eingekauft. Wir waren noch im Pokémon Center. Wir haben eine lustige japanische Girl Pop Band gesehen. Und am Abend waren wir in der Bar. Die hatten wir schon vor zwei Tagen entdeckt. Die ist in der Nähe von unserem Bezirk quasi, wo wir wohnen. Eine Musikbar. Und da waren ungefähr nur Musiker. Wir haben ultra krank mit denen gejammt. Wir haben Beatles gesungen, wir haben Blues gespielt. Und das war mega witzig, aber auch so unfassbar besoffen. Wir starten jetzt in unseren letzten Tag. In den letzten vollen Tagen morgen fliegen wir. Wir sind mega traurig schon, aber genießen jetzt noch mal ein bisschen die Zeit. Treffen noch nette Leute und gehen noch mal lecker essen und kaufen wahrscheinlich noch mehr Schrott. Aber jetzt erstmal noch ein Käffchen und ein bisschen auskatern. Aber es ist sehr lustig. Und das Wetter ist wieder gut, es regnet nicht mehr. Das ist sehr gut. Also, Tagstart 3, 2, 1. Vor allem haben wir, als wir in Tokio angekommen sind, die erste Nacht haben wir mit ihnen verbracht und den ersten Abend, jetzt den letzten Abend, was sau schade ist, aber auch irgendwie cool, dass es so ein bisschen den Kreis schließt. Und jetzt ist auch wieder gut. Ja, auf jeden Fall. Wir trinken jetzt noch Hardcore einen rein.